Eure Ausbildung bei der Faser in Chemnitz. Dazu spreche ich jetzt mit Ines Neitzel von der Faser. Sie ist Personalverantwortliche und Marketingverantwortliche hier im Haus. Hallo Ines, Hallo René, grüß dich. grüß dich. Ja, es geht um Ausbildung. Vielleicht erstmal ganz kurz, wenn man einen Ausbildungsplatz sucht als junger Mensch, was bietet ihr als Faser AG? Was macht ihr hauptberuflich? Was ist euer Job? Und wir sitzen hier in einem sehr markanten Gebäude. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was dazu. Ja, also die Faser AG hat sich spezialisiert auf das solare Bauen. Damit liegen wir ja voll im Trend, voll im Zeichen Umwelt etc., Energie einsparen. Energiesparen. Man sieht es ja auch hier an dem Gebäude. Wir nutzen es ja auch selbst. Und ein ganz markantes Gebäude. Ich sag mal, die meisten Chemnitzer werden es kennen. Wer hier vorbeifährt, kommt eigentlich nicht drum rum, da mal einen Blick hinzuwerfen. Es fällt auf durch die Fassade. Und ein Gebäude, was schon lange Bestand hat, was wir halt dementsprechend umgebaut haben und das nutzen. Und wir bilden in diesen Bereichen natürlich auch aus. Das sind zum einen die Maurer, dann die Beton- und Stahlbetonbauer und auch Zimmerer. Das Ganze natürlich auch als Studiengänge, wenn man möchte, Bauingenieurwesen, Baumanagement, Versorgungs- und Umwelttechnik. Das ist das, was man bei uns in der Ausbildung bekommt. Vorab jederzeit möglich, ein Praktikum bei uns zu absolvieren, mal reinzuschnuppern, in welche Richtung geht das, weil wir ja auch verschiedenste Dinge mit anbieten, wo wir sagen, gut, wir haben ja unsere eigenen, wie wir es so nennen, Solarpioniere, die dann auch entwickeln und forschen, wo wir immer irgendwo den Weg gehen, was kann noch verbessert werden, damit man eben halt den Nutzen, der am Ende für jeden dann irgendwo sichtbar sein muss, je nachdem, wie es abgedeckt ist, jetzt schon zwischen 50 und 90%, dass wir das dann mit den möglichsten hohen Effizienzen irgendwo erreichen. So, du hast mir jetzt schon fast alles vorweggenommen. Jetzt lass mich ja trotzdem noch zwei Fragen stellen, damit man es mich auch versteht vielleicht. Und zwar das eine Thema ist nochmal, bleiben wir nochmal ganz kurz bei der Faser. Du hast zwar gesagt, modernes Gebäude, aber Zwickauer Straße stadtauswärts auf der rechten Seite. Man erkennt es daran, wenn ihr da hinguckt, wir zeigen euch mal ein Bild davon, dass es alles so glanzglasig ist, so mit Solarkollektoren. Und dieses ganze Gebäude heizt sich zu, ich glaube, um die 90% mit der Sonnenenergie, auch im Winter. Und zu 10% gibt es ja noch einen Ofen, der es nachheizt. Das ist auch das Konzept der Faser. Ja. Ich begleite euch ja auch schon recht lange so als Videofilmer. Und ich finde das immer eine sehr spannende und innovative Geschichte, weil Solar kombiniert mit einem großen Speicher, der steht hier hinten. Und da wird halt die ganze Sommerwärme dann auch gespeichert und im Winter wieder abgegeben. Und das spart natürlich nachhaltig Heizkosten. Das spart nachhaltig Heizkosten. Und ich finde es auch schön, gerade als Fassadenelement, als Fassadenverkleidung, auch für die möglich, die sagen, ich möchte das Ganze jetzt vielleicht nicht auf dem Dach oder ich möchte mein Dach so erhalten, wie es ist. Und dann doch sehr ansprechende Fassadenelemente, wo man es halt gut mit irgendwo einbinden kann. Und Fassadenelemente, die Heizkosten quasi sparen und die das Ganze machen. Ich finde das Konzept, sonst wäre ich nämlich auch nicht hier, so spannend und so gut, dass ich finde, dass es lohnt sich, da weiter zu verfolgen und auch die Ausbildung vielleicht hier zu machen. Du hast jetzt eben gerade gesagt, also ihr sucht auf dem Bau quasi Ja. Tischler, Zimmerer, Betonbauer, wenn Die ich Tischler ja. nicht, Zimmerer, Zimmerer Maurer, und Beton- Beton. und Stahlbetonbauer. Ja, das Ja. heißt, das ist eine ganz klassische Ausbildung, so wie man es kennt, IHK geprüft und so weiter und Genau, so fort. IHK bzw. Handwerkskammer Handwerkskammer ja in dem Fall, ja. und dann ne, mit den jeweiligen Berufsausbildungszentren und Ja. dann der praktische Teil bei uns. Ja. Und das Zweite sind noch Studien. Erklären wir mal ganz kurz, wie die Studiengänge sind, wie das funktioniert. Die Studiengänge einmal eben Bauingenieurwesen und Baumanagement läuft mit der BA Clau zusammen, beziehungsweise jetzt Hochschule Clau und dann noch die Versorgungs- und Umwelttechnik. Die alles, beides, also Alles, alles okay. über die Hochschule Clau jetzt, das Ganze als duales Studium. Die sind dann auch, die Studierenden sind über einen längeren Zeitraum dann auch bei uns, können in verschiedenen Bereichen sich mit einbinden, schauen, was ist für jemanden jetzt geeignet, weil oftmals sind ja die Vorstellungen dann doch ein bisschen abweichend zu dem, zur Realität, aber die kriegen hier einen guten Einblick, können mit vor Ort gehen, also das. Was heißt duales Studium für alle Leute, die es nicht kennen? Ich weiß, ich musste mich früher auch mal mit beschäftigen. Was heißt das konkret? Wie lange sind die Leute ungefähr hier? Also nicht in diesen Tagen, aber so ganz grob mal, dass man eine Vorstellung Das bekommt. hängt je vom Studienjahr ab. Zu Beginn des Studiums einen größeren Teil natürlich dann in der Hochschule und einen geringeren Teil hier dann mit dem praktischen Teil, aber auch dann im zweiten Studienjahr doch dann bis zu 6, 7 Monate auch hier bei uns direkt vor Ort. Okay.
Und du hast vorhin schon gesagt, was wir dazu hatten? Ja, die werden halt eben auch eingebunden in die verschiedenen Projekte. Wir haben jetzt auch eine Studierende, die in unserem Objekt in Oberwiesenthal stark eingebunden ist und dort sich wirklich arrangieren kann und das auch auf einen längeren Zeitraum begleitet. Ja, vielleicht nochmal, um die Vielfalt auch zu sagen. Es gibt solares Bauen bei Einfamilienhäusern. Es gibt solares Bauen auch. Das größte Projekt, was ihr gerade habt, ist in Oberwiesenthal, das alte Bettenhaus. Richtig, ja. Wo quasi ein Bettenhaus, ein Apartmenthaus entsteht, auch komplett, also nicht komplett, aber mit solarem Bauen. Das heißt, mit einem großen Speicher drin. Da haben wir auch Videos gemacht, die findet ihr auf dem YouTube-Kanal oder auf der Facebook-Seite von der Faser, wie diese wie dieser Speicher reingesetzt wurde. Das heißt, das Ganze ist ganz vielfältig und ganz, ganz schnucklig, würde ich schon sagen, aber einfach spannend. Eine spannende Geschichte. Wir machen es aber auch für Gewerbegebäude. Mhm. Im Kindergarten haben wir das Ganze und also muss jetzt nicht nur im Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus sein. Richtig, im Kindergarten, auch im Gewerbebereich. In der Vossstraße in Chemnitz zum Beispiel, wo das Ganze dann auch beheizt wird. Also es gibt verschiedene Projekte in Chemnitz und einige, die in Chemnitz leben, haben es schon gesehen. Wer aus dem Umland kommt, vielleicht nicht ganz so viel, aber da gibt es auch jede Menge Projekte im Braunsdorf und sonst und auch in anderen Gebieten. Das heißt also, egal woher kommt, bewerbt euch hier bei der Faser. Du hast vorhin schon gesagt, ich wiederhole es nur noch mal, man kann auch mal Schnuppertage machen hier, um einfach mal zu gucken, wie man es hier so abgeht. Man kann Schnuppertage machen, jederzeit gern. Also da bestehen immer die Möglichkeiten, einfach auf mich zukommen und dann können wir das realisieren. Ja. Deine Kontaktdaten, die E-Mail-Adresse blenden wir unten ein. Hast du die auch im Kopf? Habe ich im Kopf. Das ist personal@faser-ag.de oder generell dann alles auf unserer Homepage. Ja, da steht alles da. Wir sagen an dieser Stelle, schubbert einmal rein, schadet nicht und guckt einfach mal, vielleicht passt das für euch. Zukunftsorientiert ist es auf alle Fälle. Und ich kann nur eins sagen, wenn man nur reinschnuppert, dieses Gebäude hier drin ist so schön und so nett. Ich bin jedes Mal gerne hier, wenn ich bei der Faser bin. Und das ist jetzt nicht geschleimt, das ist ernsthaft so. Ja. So, okay. Also, schaut einfach vorbei hier bei der Faser AG und wir wünschen einen schönen Tag und eine erfolgreiche Ausbildung. Wir freuen uns. Danke.